Willkommen bei den Homos von nebenan, dem queeren Podcast aus München für Deutschland. Diese Folge machen wir wieder als Videofolge. Vielen Dank an das Sub, dass wir das hier machen können. Mein Name ist Robert, mit dabei sind wie immer der Curtis und der Andi. Und der Gast heute in der Runde, das ist der Dennis. Servus. Hallo Dennis. Hi. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du dich entschieden hast, heute hier zu sein, weil das Thema, über das wir sprechen, ist ja nicht ohne, denn du arbeitest nebenberuflich als Escort. Richtig, ja. Also Escort-Service, das bedeutet zu Deutsch so viel wie Begleitservice. Begleiten klingt ja so ganz brav. Wohin begleitest du denn so? In die Oper, öffentliche Anlässe? Meistens in die Schlafzimmer der Münchner Privatwohnungen. Aha. Ja. tatsächlich ist das der meistbesuchte Ort. Und ganz selten mal tatsächlich dieser typische Escort-Service, wie man ihn kennt. Man geht gemeinsam essen, jetzt zu Corona-Zeit natürlich nicht. Ja. Was natürlich irgendwie total gegensätzlich ist. Man geht zu einem ins Bett, aber nicht zusammen essen. ja, genau. Okay. Ganz viele Fragen haben wir natürlich an dich. Und wir wollen wieder beginnen mit einer schnellen, wir haben es genannt, schnelle Runde. Ich übergebe einfach mal an den Curtis, der hat die Fragen. Escorts leben gefährlich. Ja, stimmt. Alle Escorts sind drogenabhängig. Nein. Escorts sind faul und wollen nur das schnelle Geld. Jetzt von mir ausgehe, dann nö. Alle Escorts haben mindestens XXL. Steht im Profil, ja. Escorts müssen jeden Kunden nehmen. Kommt auf die soziale Situation drauf an. Escorts sind ein- und ungebildet. Eingebildet ja, ungebildet nein. Super, das war schon. Danke. Wunderbar. Könntest du uns und unseren Zusehern, Zuhörern mal beschreiben, was sind da eigentlich so die Unterschiede zwischen einem Escort und beispielsweise einem Stricher? Puh, also. Hätte man mir das vorher gesagt. ich glaube, ein Escort und ein Stricher unterscheiden sich, glaube ich, jetzt von dem, was man so nebenbei salopp sagt, glaube ich, erstmal gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein Escort ist tatsächlich so die edlere Form davon, würde ich jetzt behaupten. Ein Escort würde mit dir essen gehen, ja, aber ein Stricher, glaube ich, nur die Nummer wollen und dann das Geld schnell haben wollen. Also so würde ich das jetzt, glaube ich, beschreiben können, ja. Ein Escort geht mit dir in die Oper oder geht mit dir auf Omas 80. Geburtstag, ja. ja, ein Stricher, glaube ich, würde es nicht machen. Also so könnte ich das jetzt mit eigenen Worten beschreiben. Also ehrlich gesagt hätte ich da jetzt auch keinen Unterschied groß gezogen. Ich glaube, der Stricher ist, glaube ich, das böse Wort von Escort im, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, der Stricher, der verabredet sich vorher nicht. Ne? Das ist ja schon. Der Stricher würde vielleicht auch auf der Straße stehen, ja, und warten. Ja. Also ich für mich habe immer so ein bisschen das, vielleicht das ist auch ein Vorurteil ein Stück weit, der Stricher ausschließlich für schnellen Sex zur Verfügung steht und der Escort vielleicht auch über diverse Profile, die er hat, auf unterschiedlichen Plattformen sich ein Stück weit Kunden vielleicht auch aussuchen kann. Das wäre eine Option, das ist auch wirklich da, zumindest manchmal, wir haben es ja eben schon mal kurz gehabt, auch einen echten Begleitservice anbietet, auch auf einem gewissen intellektuellen Niveau vielleicht, wobei ich den Stricher das Intellekt nicht absprechen will, aber weil auch gewisse Umgangsformen vielleicht einfach gesehen werden. So würde ich es für mich sehen, aber da bin ich leider kein Profi drin. Wobei die Medienwelt und diese soziale Medienwelt, das ist schon ziemlich vereinfacht, sich auf so ein gleiches Niveau zu stellen irgendwie. Also heutzutage könnte jeder mit seinem Smartphone sich auf so einer Seite anmelden und das machen. Ja? Also ich glaube tatsächlich, es ist nicht so ein digitales Ding. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein, was verkörper ich selber, was man halt darstellt dann. Also ich könnte auch einen Stricher darstellen in dem Sinne, ja, aber bin oder kann ich halt einfach nicht, weil ich A, das nicht will und B, ich glaube,
ja, viel zu viel mit dem Kopf dabei bin und viel zu viel denke und viel zu viel auf Qualität auch achten möchte und sowas, ja, ich denke mal. Gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück für die, die ZuschauerInnen, die gar nicht so genau wissen, was ist das eigentlich? Die Frage wollten wir später stellen, aber ich glaube, die passt hier gut. Wie funktioniert denn das? Wie kommst, wie finden dich deine Kunden? Wie machst du das? Plattform wurde schon erwähnt. Mhm. Genau, also da gibt es ja mehrere Plattformen. Es gibt jetzt eine spezielle Plattform, die macht es ziemlich einfach. Die kennen wir alle. Das ist, ja, ich weiß nicht, darf man die sagen? Sag's mal zur Not, piepen wir es weg. Ja, also Hangs, ja, das ist über Geromeo natürlich so ein Ableger für Escorts. Genau, die macht es sehr einfach. Also man geht auf die Seite und meldet sich an, ja, und dann ist man wohl befördert worden zum Escort, ja. Genau. Und darüber findet ein jeder dein Profil, auch über die Suchmaschinen leider. Das finde ich sehr ein bisschen indiskret teilweise, aber es ist wohl so. Ja, genau. Also quasi wie ganz normales Online-Dating. Richtig, ja. Oder man bewirbt sich halt bei einer Agentur. Die suchen dich dann aus quasi, genau. Lass uns mal zu dir zurückkommen. Ja. Wie bist du denn auf die Idee, auf den Gedanken gekommen, dass du das jetzt machst, als Escort zu arbeiten? Also in erster Linie, ich meine, ich bin jung, ich glaube, ich bin jetzt nicht hässlich, ja. Und, ja, einfach Spaß am Sex natürlich, ja. Und natürlich auch diese verlockenden Scheinchen, die man dann bekommt, ja, die einem natürlich auch über schlechte Zeiten helfen. Klar, ich meine, es wär gelogen, wenn man das nicht wegen dem Geld macht. Und tatsächlich so Spaß und Geld, das stelle ich so auf eine Stufe für mich und das war so der Ansporn dafür. Ja. Und auch mal, ich mache das ja jetzt schon seit vielen Jahren so und auch der Reiz, so ich bin jung und ich möchte was probieren, ich möchte was sehen und ja, das war glaube ich so. Es ist auch, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ganz gut für das eigene Attraktivitätsbewusstsein, wenn man feststellt, dass Menschen auch Geld dafür bezahlen, um zumindest mal Zeit oder Nähe mit einem zu haben, oder? Das legt sich spätestens nach Kunde 2. aber das stimmt tatsächlich. Also man kriegt ja dann auch eine gewisse Anerkennung und ein Stück weit Aufmerksamkeit und Komplimente von, ja, von außen. Ja. Wer sind denn so die Kunden? Also wir haben es ja ein bisschen vorbereitet und es gibt die sogenannte Jedermanns-Hypothese. Ja, also Menschen haben wohl herausgefunden, dass es nicht den Kunden für Sexdienstleistungen gibt, sondern das ist wirklich durch die ganze Bevölkerung durch. Stimmt das? Nimmst du das auch so wahr? Ja, wobei sich, glaube ich, typabhängig immer so ein gewisser, so ein gewisses Genre an Kunden ableiten lässt. Also ja, je nach Typ weißt du schon eigentlich, welchen Kundenstamm bedient wird, sozusagen. Also ja, glaube ich, kann man das schon. Also ich meine, du bist ja auch optisch auffällig. Dich würde man wahrscheinlich jetzt weniger mitnehmen, um zum 80. Geburtstag von der Oma zu gehen. Obwohl. Kommt drauf an, ob man schneller ein Erbe möchte. Ja. Tatsächlich, aber es sind oft sehr, sehr seriöse Leute, ja. Und wo man halt auch wirklich sehr diskret sein sollte, die dann so Leute wie mich buchen, wo ich sage, das ist ein kompletter Gegensatz, aber ich glaube genau, das ist halt dann meistens auch gewünscht, weil viele Leute wollen sich einfach gehen lassen und fallen lassen dann in der Zeit mit mir oder mit anderen und ja, deswegen ist glaube ich häufig das Gegenteil von dem der Fall, was man begleiten darf. Ja. Du hast schon gesagt, es geht auch manchmal in die Oper zum Essen gehen, oft auch um Sex. Sind das so, was sind so die gängigsten Anfragen oder was ist da so die Bandbreite, die dir zugetragen wird? Geht es immer nur darum, dass man miteinander vögelt oder auch mal was ganz anderes? Also tatsächlich zeichnet sich der Wunsch von dem, was der Kunde möchte und der Realität klar ab. Der Kunde will natürlich, wenn man sich mal tiefer damit beschäftigt, eine schöne Zeit haben und keinen Stress. Ja? Das würde, glaube ich, jeder wollen, der für Sex bezahlt. Ja? Und was man dann tatsächlich bekommt, ist ein bisschen, würde ich mal sagen, ist ein bisschen enger getaktet, ja, und man bekommt nicht immer das Gefühl, was man sich gerade erkaufen möchte. Das Gängigste ist halt einfach schneller Sex, ja. Mhm. Ja. Leider.
Wie verhalten sich die Kunden so? Also du hattest quasi so, also sie haben gewisse Erwartungen und so. Musst du da, kommst du hin und musst liefern? Oder ist das, du hast gesagt, du kriegst auch Anerkennung und Komplimente, was ja eher so positiv klingt? Also meistens, die Konkurrenz schläft nicht. Und, also schon hingehen und liefern wäre halt schon gut. Also, dass man das nicht immer leisten kann, ist klar. Und es gibt auch viele Leute, die dafür Verständnis haben und sowas. Und tatsächlich habe ich für mich den Weg gefunden, mit Gelassenheit und so wie ich bin, komme ich am weitesten tatsächlich. Und ja, genau. Du hast gerade gesagt, so die Konkurrenz schläft nicht. Hast du das auch schon erlebt, dass Kunden irgendwie anfangen, da so während der Fleischtheke zu verhandeln, von wegen, ja, dein Kollege nimmt nur die Hälfte und so Späße? Ja, ja, ganz oft. Also das Verhandeln sowieso, ja, und meistens passiert mir das manchmal, dass man sich an der Tür sogar abpasst, ja, und ja, jetzt, ich wollte doch nur eine Stunde und auf einmal kommt aber der Nächste schon, den du die Tür aufmachst und dann reicht sich dann die Türklinke in die Hand, ja, mit einem mit einem beschämenden Nicken läuft man aneinander vorbei. Schichtwechsel. Ja, Schichtwechsel. Kurze Übergabe an der Tür. Ja, ist alles schon passiert, ja, deswegen, ja, der Kunde ist König, ne? Wie war das, als du zum ersten Mal an der Tür standest, so dein allererster Job? Sie ging auf. Ja, war wie, wie war es in dir? Also in dir, warst du nervös? Hattest du Zweifel, Angst? Also ich hatte ein bisschen Angst, ja, das war, aber jetzt nicht so, ich glaube eher so ein hoher Respekt und hoher, was erwartet mich jetzt so, also die Unwissenheit, was da jetzt kommt, ist, ich wusste, was passieren würde, wenn ich jetzt da wäre, aber so wirklich weiß man ja nicht, wer dann vor einem steht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und ja, die Angst war, ich will nicht sagen unberechtigt, aber vielleicht ein bisschen zu drüber, ja. Machst du auch Dates bei dir zu Hause aus oder sagst du, okay, in deine Räume kommt dir keiner, das ist dir zu kritisch? Ich mach's lieber bei mir zu Hause wie woanders, ja, weil da kann ich immer noch, ja, da habe ich mein Hausrecht, ja. Hast du dann auch irgendwie so die Nachbarin, die weiß, da ist jetzt Besuch da und wenn was schief geht, kommst du mal schauen? Also, tatsächlich meine beste Freundin weiß immer Bescheid, ja, und genau, im Notfall wüsste sie auch, wo ich bin und tatsächlich auch immer wie lange. Und wir haben so ein Zeitfenster von einer halben Stunde immer ausgemacht. Ja, und in dem Zeitfenster, wenn ich mich da nicht melde, würde sie losfahren. Mhm. Genau. Wie oft muss sie da eigentlich dann in der Abstellung stehen? Also wie viele Kunden hast du so? Also angenommen, ist es Pandemie, das zählt nicht, aber so in der normalen Zeit? Einmal pro Woche, einmal im Monat, einmal am Tag? Das kommt darauf an, was hier in München gerade los ist. Ja? Zu Wiesen, da kauft man sich am besten einen Kalender, ja, und trägt ein, so jetzt ganz normal sterbliche Woche, christliche Woche, ja, ja. Zwei bis drei Kunden tatsächlich. Also gar nicht mal so viel, weil ich so ein Typ bin, das muss einem gefallen und das ist nicht so randomly, glaube ich. Also du suchst dich schon auch ein bisschen aus, auch man, auf deiner Seite, klingt es eigentlich ja fast so ein bisschen wie ein Blind Date mit Aufwandsentschädigung. Kann man das so sagen oder ist das zu schön gezeigt? Schmerzensgeld. Okay. Machst du überhaupt Blind Dates aus oder willst du auch von deinen Kunden vor unbedingt mal ein Foto haben oder irgendwas? Ich möchte eigentlich immer ein Foto haben, weil ja, man weiß halt nicht, wer es dann ist, ja, und das könnte ja dann ein jeder sein. Das, ja, ne, das ist ein gewisses Risiko. Was machst du, wenn das Foto von der Realität schon viele, viele Jahre entfernt ist? Kommt drauf an, ob das viele, viele Jahre noch gut aussieht oder haltbar ist oder ob das Ablaufdatum schon längst überschritten wurde. Ich glaube, das ist auch kein spezifisches Problem von Escorts. Ja. aber da schließt sich ja die Frage zwingend an. Also als wenn ich ein normales, also wenn ich ein Sexdate suche auf Romeo, dann kann ich ja sagen, sorry, Foto ist 30 Jahre zu alt, geh wieder. Als Escort hat man da vielleicht die Möglichkeit, aber wenn man vielleicht in einer Situation drin ist, wo man zwingend auf das Geld angewiesen wäre, jetzt gar nicht mal auf deine Person, sondern prinzipiell auf das gesamte Escort-Gesellschaft, sage ich jetzt mal, kann es dann auch damals zum Konzept sein, dass man sagt, okay, Augen zu und durch. Und wie hältst du das an, dass du das sagst, nee, es gibt gewisse Grenzen, da gehe ich auf gar keinen Fall drüber. Ja, also ich sage immer,
der Teufel ist ein Eichhörnchen, ja, und immer dann, wenn du kein Geld hast, ja, dann kommt ein das Gegenteil von deinem Geschmack und bietet aber eine große Summe für wenig Aufwand, aber das widerstrebt einem dann meistens. Mhm. Und ich habe mich oft schon dabei erwischt, dass das Geld knapp war und ich dann, ja, dann schon die Zähne zusammenbeißen musste, oder gerade eben nicht, ja, also man übergeht sich oft selbst, man lügt sich oft selber auch an, also so geht es mir. Gut, das muss man mit sich selber ausmachen, tatsächlich, denke ich. Ein jeder für sich selbst. Ja. Wenn jetzt da jemand dich anschreibt und dich buchen möchte, mhm, und er ist total dein Beuteschema, also auf den du auch erst nicht Escort abfahren würdest, gibst du da Preis noch was? Studentenrabatt. Nein. tatsächlich nicht, weil die Mundpropaganda ist ja dann doch schon sehr fluid, ja, und ja, wenn ich jetzt bei dem 81 sage und der andere muss dann aber 200 zahlen oder sowas beispielsweise, dann ist das irgendwann ein Ungleichgewicht. Und ich meine, die Münchner Szene und alle, das ist eigentlich eine große, große Familie, ja, und jeder kennt jeden über fünf Ecken, deshalb sollte man sich das nicht irgendwie leisten, mhm, ja. Aber jetzt gerade eben diesen einen Beuteraster-Perfekt-Treffer nochmal zu nehmen, könntest du, also ich verstehe das, was ich jetzt gehört habe, so, das ist schon, hat schon ein bisschen mehr den Anspruch auf eine Nähe als jetzt einfach nur kommen, Arbeit, weg, sondern das kann auch mal näher sein, vor allem wenn die Person jetzt irgendwie gut aussieht. Kann es da eigentlich passieren, dass da sich auch mal Freundschaften oder vielleicht auch Verliebtheiten aufbauen, oder wie ziehst du da die Grenze? Also es gibt tatsächlich zwei Freundschaften, die ich über den Escort geschlossen habe, die, mhm, immer noch bestehen, aber die zahlen immer noch für Sex. Also es ist tatsächlich immer noch unter dem, mhm, das ist mir auch wichtig, es ist noch dieses große I im Raum, ja, für Escort. Ja. Und das ist, ich glaube, eine richtige Freundschaft, die jetzt mein tatsächliches Privatleben mit inkludiert, über einen Escort könnte ich nicht schließen. Und würde ich auch nicht schließen wollen, ehrlich gesagt, weil auf dem ersten Blick will man ja mich als Objekt quasi. Auf dem ersten Blick, ja, aber ich hatte mich so gefragt, gibt es da nicht vielleicht den Punkt, wo ihr dann vereinbart so, und ab jetzt kein Sex mehr für Geld? Mhm. Also, ja, das gab es aber in dem Fall jetzt noch nicht, habe ich jetzt raus. Doch, also es gab es durchaus mal, aber weil es gefährlich wurde, mhm, genau. Also da musste ich eine Sicherheitslinie ziehen und die konnte man da auch verbal gut ziehen und deswegen, ja. Ach so, weil es gefährlich wurde, ja, also nicht emotional gefährlich, sondern... Ja, genau, also weil es... Okay. Ja, okay, genau. Jetzt, wir haben jetzt ganz viel über Geld gesprochen, mhm, wird auch mein weiteres Thema sein, aber lässt du dich auch anders bezahlen, außer mit Geld? Hm. Durch Reisen, durch, weiß ich, irgendein teures Gerät? Die Juwelen? Ja, genau. Amazon-Wunschliste? Tatsächlich, also... ein 100€ Amazon-Gutschein sind für mich genauso viel wert wie ein 100€ Schein, weil letztendlich gebe ich das ja auch für Amazon aus, ja. Also, ich meine, ob ich jetzt, wie gesagt, ein Guthaben irgendwo habe, was ich sowieso für Dinge regelmäßig brauche oder so, oder das jetzt irgendwie bar rumliegen habe, dann, und das dann später dafür ausgebe, ist es für mich dann gleich. Also, wenn ich dafür Nutzen habe, dann ist auch die Bezahlung mit anderen Mitteln letztendlich... Es ist ja ein Taschengeld, was man auch bekommt, ja, so, das ist ja, mhm, ja. Dienstwagen, das würde ich auch nehmen, ne? Also ich meine, ja, du sagst, es ist ein Taschengeld, aber aus Sicht des Staates ist es eine Bezahlung, ja? Und, mhm, du hast ja auch selber schon gesagt, es kann auch mal gefährlich werden, und das heißt, es gibt eine Reglementierung, also es gibt das Prostituiertenschutzgesetz, mhm, betrifft dich das auch, also fällst du da unter diese Beschreibung, weil das hat ja dann auch Auswirkungen, also es gibt eine Meldepflicht, es gibt, ja, vorgeschriebene Gesundheitschecks, mhm, Regeln zu safer Sex und so. Genau. Also ich glaube, dass ich, offiziell falle ich darunter natürlich, mhm, ich glaube jeder Escort, dadurch, dass ich halt, dass es nicht quasi unter dem großen legalen Stempel, Stern steht, ja, ist man da unterm Radar, glaube ich einfach. Mhm. Und es gibt kein Kontrollorgan, was das kontrolliert. Und ich bin mir sicher, dass man weiß, dass es auch Hanks gibt und dass dieser ganze Kreis an Escorts, die unterm Radar laufen, bekannt ist. Mhm. Bin ich mir 100%ig sicher.
aber es wird einfach geduldet, glaube ich, weil es ist zu groß, um da jetzt groß vorzugehen, denke ich mal. Dass ich darunter falle, moralisch ja, auf jeden Fall. Das wäre auch so ein bisschen eine Frage, also man sieht ja, wenn man sich die diversen Plattformen ankommt, es gibt ja nicht nur Hangs, es gibt ja nur andere Dinge, da wird doch häufig angeboten, nur Vorkasse oder nur PayPal oder irgendwie sowas. Was hältst du davon? Dann machst du auch nur Vorkasse oder bietest du erst deinen Service an und sagst, also, du hältst danach die Hand auf? Also Vorkasse mache ich nie, weil dann muss ich es ja machen, weil ich das Geld ja schon habe. Und tatsächlich bin ich so naiv, sage ich mal, und bringe erst die Leistung und danach die Bezahlung, weil ich vergleiche das immer mit dem Supermarkt. Der bringt ja auch erst eine Leistung und gibt seine Ware preis, die darfst du einkaufen und naschen und hier und da und bezahlt wird an der Kasse am Schluss, ja, und dann, ja, genau. Und dabei schon mal auf die Schnauze gefallen, also dass jemand nicht bezahlt hat? Das traut sich keiner. Okay. Aber du hast ja vorhin schon bejaht bei der schnellen Runde, dass das Escorts gefährlich leben. Mhm. Ja? Ich meine, das traut sich keiner, kann man jetzt drüber lachen, aber wie ist es denn? Also warum leben sie gefährlich? Also es gibt da innere und äußere Faktoren, würde ich mal sagen. Ich meine, ich weiß nie, wo ich in eine Wohnung, wenn ich in eine Wohnung gehe, was mich erwartet. Ich weiß nie, in welches Hotel, wo ich gebucht werde, was mich hinter der Hotelzimmertür erwartet. Ob der Hotelier jetzt die Polizei ruft oder wen auch immer, das weiß man halt alles nicht, ja. Dann gibt es natürlich auch ich als, also jetzt nicht ich persönlich, sondern ich Person Escort X als Risikofaktor. Wenn ich jetzt ein Kilo Drogenschmuggel dabei oder sowas oder ein Batzen 10.000 Euro dabei habe, das ist alles natürlich, bringt eine Gefahr mit sich, ja, und die Gefahr, erwischt zu werden tatsächlich auch als Escort. Ich meine, gut, letztendlich, wie weist man das nach? Und da gibt es etliche mysteriöse Formen, wie man das jetzt zu Ende bringen könnte. Mhm. Aber letztendlich bleibt es das Gleiche. Ich weiß nicht, wen ich treffe. Ich weiß nicht, was mir passiert auf dem Weg dahin, auf dem Weg zurück und währenddessen. Ja, man trifft immer noch Leute und Menschen, die individuell handeln. Um das noch klar, also damit keine Missverständnisse aufkommen, du schmuggelst kein Kilo Drogen mit dir rum, aber solche Sachen kommen vor und deswegen leben Escorts gefährlich. Genau. Ja. Es ist auch schon oft vorgekommen, dass wirklich Straftaten passieren innerhalb der Schlafzimmer. Mhm. Und das ist halt, und das liegt an jedem selber, das halt auch dann eben zu melden. Also auch als Escort braucht man keine Angst haben, Straftaten zu melden, die einem widerfahren sind. Ja, also es passiert einem da nichts. Ja. Das wäre, ich glaube, da kann man es ganz gut anschließen. Also der Kunde, der Gast, der macht dann mit dir, dem Escort, vorher wahrscheinlich irgendwas aus. Im Chat, telefonisch oder wenn man sich bespricht, bevor man ins Schlafzimmer geht. Gab es da auch schon, ich nenne es mal Regelverstöße, dass der Kunde, der Gast plötzlich irgendwas gemacht hat, was entweder nicht abgesprochen war oder sogar gegen eine Absprache war? Und wie verhält man sich dann als Escort? Es kommt darauf an, was es ist tatsächlich. Also jetzt sexuelle Vorlieben oder sowas. Wenn man da mal versucht, über die Stränge zu schlagen, das ist dann immer ein netter Versuch, ja. Da kann man schon mal auch verbal einfach ganz normal im Akt, im Spiel da halt schon gegensteuern. Wenn es jetzt Dinge sind wie, auch schon vorgekommen, ich gehe davon aus, ich gehe zu einem und auf einmal sind es drei, ja. Jetzt, wo ich schon mal da bin. Nee, also das sind so Dinge, die gehen für mich halt nicht, weil da ändert sich natürlich unabhängig vom Preis jetzt auch, ich muss mich ja auch mental darauf einstellen, ehrlich gesagt, so geht es mir dabei, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit dem Kopf darauf getaktet bin, ich treffe einen und habe mir da die Zeit für gerichtet und dann auf einmal sind es drei und man kriegt da ja auch Angst. Also so ging es mir in den ersten Wochen, Monaten, ja, tatsächlich dann mit Angst und dann breche ich auch ab. Das habe ich aber auch lernen müssen erst, dieses Abbrechen, ja, wenn mir das wirklich nicht gefällt. Also macht man auch einen Lernprozess, dass man das darf? Abzubrechen? Ja. Ja, ja. Wenn man dann kann, in dem Sinne so hinsichtlich finanziell und Sachen, wenn man nicht, sich wieder zwingt, etwas durchzuziehen, was man nicht möchte. Was war denn so dein Worst-Case-Date?
Jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen, was war Ranking-Skala. ich glaube, das Worst-Case-Date. Das war, ich bin eingeschlafen, ja. Doch, ich bin eingeschlafen. Und 3 Stunden habe ich gepennt. Ja, ich war einfach müde, ne? bin aufgewacht und dachte so, also das Zimmer war dann auf einmal voll mit anderen Kollegen. Und ich durfte dann gehen und ich dachte, hey, sorry, aber ich bin doch gerade erst gekommen, ja, also bin doch gerade erst angefangen. Nein, du hast 3 Stunden geschlafen. Und ja, ich bin dann vor die Tür gesetzt worden, aber hatte dann mein Zeug auch nicht mehr dabei. Irgendwie, also mein Geldbeutel war weg, beziehungsweise leer und die Karten daraus. Und das war alles ein ziemlich großes Mysterium und ich stand irgendwo rum, wusste nicht mehr wo. Und ja, das war schon, das passiert aber öfter tatsächlich, also dass man beklaut wird, so on the road. Ja. Deswegen. Oh Gott, durfte man das sagen? Ja, natürlich. Geldbeutel mit Fangverschluss. Ja, also es ist dann, ja, auf, wenn viele Köche verderben den Brei. Mhm. Ja. Wir hatten die Frage quasi, schützt man sich auch so ein bisschen gegenseitig als Escort? Ja? Gibt man sich Tipps, zu wem man besser irgendwie nicht geht? Mhm. Jetzt klang jetzt gerade raus, ja, man beklaut sich aber auch mal gegenseitig. Ja, häufig. Also ich würde mal sagen, dass die Kolleginnen untereinander sich jetzt nicht viel schenken gegenseitig. Also die geben sich nicht viel. Also es wird schlecht übereinander gesprochen. Es ist natürlich auch ein mega Konkurrenzkampf, ja. Dass ich jetzt nicht, ein wunderschöner 2 Meter großer Latino sein kann, das ist offensichtlich, ja. Aber ich habe andere Qualitäten, ja, zum Beispiel. Und ich sage immer zu anderen Escorts, die ich treffe, wenn wir uns alle einfach nur mal ein bisschen besser behandeln würden, dann könnten wir alle, glaube ich, ein bisschen einfacher leben und vor allem alle ein großes Geschäft machen. Das würde mich jetzt auf die nächste Frage bringen, schließt man dann mit anderen Escorts, mit denen man gut kann, auch so irgendwie Freundschaften und sagt, hier durch, ich habe an dem Tag keine Zeit, kannst du mal? Oder schiebt sich so die Kunden drum und um? Oder? Ja, also ich habe eine Urlaubsvertretung. Ja, kann ja mal sein. Doch, das gibt es tatsächlich. Also wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme, die mir jetzt unter meinen Vorlieben jetzt gar nicht so zusagt, dann, und ich kenne aber jemanden, der das auf jeden Fall verkörpert, dann sage ich, du, nee, ist jetzt nicht meins, aber geh doch zu ihm, ja, und da bist du auf jeden Fall zufriedener als bei mir. Also so ehrlich muss man halt auch sein. Mhm. Ja? Und mache ich tatsächlich, ja. Ja. Ist dann irgendwie ein Dankeschön vom Kollegen, so ein Paco, merci oder so. Nicht immer, aber vielleicht, das reicht meistens schon, wenn man einfach eine gute Freundschaft dann schließt innerhalb des Escorts und sowas. Also das ist wirklich schon viel wert, weil, wie gesagt, Mundpropaganda, es braucht eine schlechte Sache über dich rumgehen und jeder Kunde weiß es dann aber auch und komischerweise auch jeder Escort und das ist dann irgendwie, ja, genau. Wir sprechen jetzt hier so ganz offen über dieses Thema, ja, ne? Vor laufender Kamera da und war das, hast du lange überlegt, als die Anfrage von uns kam, ob du das machst oder war das gleich klar? Also eigentlich war es gleich klar, mitten unter so ein bisschen Begleitgedanken natürlich, es ist öffentlich, es ist auf Video, man sieht mich, allerdings denke ich mir, die Escort-Szene und vor allem die Szene LGBT und queere Szene an sich ist immer so, was solche Themen betrifft, immer so verschlossen, immer so hinter vorgehaltener Hand. Und gerade auch in München erlebe ich das stark. Und ich bin ein Mensch, der immer offen redet und immer die Klappe weit auf hat und nicht nur, wie auch immer. Und ich finde, jemand, der das Eis bricht, ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man das Thema anspricht. Und kennt ihr die Tribute von Panem? Ich opfere mich freiwillig als Tribut, ja. So. ja, ich finde einfach, der auch mal klare Takte spricht und braucht es einfach. Und dass ich damit natürlich ein gewisses Risiko eingehe, dem bin ich bewusst, aber mir ist mein Pflichtbewusstsein als schwuler Mann, als Escort und auch als Drag Queen ist mir da wirklich, also als Sprecher auch der Szene ist mir das bewusst und ich habe auch einen Auftrag und ja, genau, es ist eine hohe Verantwortung und ja, why not? Es braucht so Leute wie uns. Und so, also mal ganz konkret zu fragen, so im familiären Kreis ist das wahrscheinlich noch nicht bekannt, sondern das könnte jetzt dadurch schon auch bekannt werden. Könnte bekannt werden, ja, aber familienhistorisch gesehen bin ich mir sicher, dass meine beispielsweise Eltern da ziemlich souverän sind.
Mama, Papa, ich liebe euch. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen die Community angesprochen. Sexarbeit ist ja, da liegt da ein gewisses Stigma. Mhm. Obwohl es, wir haben es ja eingangs gesagt, auch so ein bisschen das älteste Gewerbe der Welt ist. Wie passt das zusammen? Also erst recht in einer eher sexpositiv sich selbst definierten schwulen Community. Mhm. Hört man aber doch häufig an Stammtischen irgendwie so, so ein bisschen Escort-Bashing, nenne ich es mal. Mhm. Wie passt das zusammen? Ich sage immer liebevoll Slut-Shaming dazu. Mhm. ja, ich spiele so, oder Mann spielt so zwei Rollen, verschiedene Rollen, finde ich, die, wo ich mich auch distanzieren will langsam davon, weil ich mir denke, der Dennis Escort ist auch der Dennis privat und der Dennis als Freund. Und ich lebe das halt, weil ich da Lust drauf habe und Bock drauf habe. Und ich muss, will mich da auch nirgendwo groß verstellen. Deswegen die Rolle, die jetzt andere einnehmen, die wirklich so ein richtiges Doppelleben führen, die ist schon sehr krass und sehr gravierend. Und da frage ich mich, wie man das auf Dauer auch durchhalten kann. Und mir ist auch selber schon oft passiert, dass ich in einem schwulen Lokal stehe und an mir vorbeiläuft jemand und sagt, aha, die Nutte von Hanks oder sonst irgendwas. Also da läuft so ein beiläufiger Kommentar herabwürdigend und herablassend. Das ist schon oft passiert, wo ich mir denke, letzte Woche hast du mich aber noch auf Romeo angeschrieben, wolltest du ein normales Date oder man hat sich normal unterhalten oder sowas. Und das sind Dinge, die verstehe ich nicht. Ja. Also mich macht das nicht schlechter, weil ich ein Escort bin oder weil ich das mache, weil ich Lust drauf habe oder aus welchem Grund auch immer. Deswegen bin ich kein schlechterer Mensch. Hm. Reagierst du darauf oder bist du dann Mr. Teflon? Also manchmal reagiere ich drauf, auch sehr forsch manchmal, weil das für mich, du weißt ja nicht, aus welchem Grund ich das mache oder machen muss oder sowas. Ja? Und tatsächlich ist es auch enorme psychische Arbeit an sich selber, das auch durchzuziehen und da auch nicht, ich will nicht sagen kaputt gehen daran, aber wenn man zu sehr sich von fremden Einflüssen leiten lässt, dann könnte es durchaus passieren. Und man muss schon gewiss stark sein auch. Ja. Deswegen reagiere ich oft darauf. Und oft bin ich einfach auch nur müde davon und denke, komm, lass die Leute reden. Aber das wäre wieder entgegen meiner Natur. Ja. Du machst ja das Escort-Business freiwillig. Ja. Es gibt ja auch das Thema Zwangsprostitution, mhm. dass Menschen gegen ihren Willen unter einem gewissen Druck da auch zwangsweise in die Prostitution geschickt werden. Ja. Das Thema Menschenhandel ist da dann, spielt eine gewisse Rolle mit. Mhm. Kennst du da was? Gibt es sowas in dem schwulen Escort-Bereich auch? Also ich persönlich habe jetzt noch nie gehört, dass Menschenhandel betrieben wird. Allerdings immer so Machtspielchen unter Kunde und Escort passieren da schon oft. Das geht schon in so eine gewisse Richtung. Auch Erpressungen sind da ganz schlimm. Beispielsweise, ich wurde mal aufgenommen und wusste es nicht. Ja? Und wurde dann eine Zeit lang tatsächlich auch wirklich erpresst mit dem. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, dass so banale Dinge, sage ich jetzt mal, wie mich filmen und mich dann erpressen, gegenstandslos sind quasi, ja. Also wenn man das mal weiter spinnen würde, ja. Aber das weiß halt nicht jeder. Also ich weiß das, weil ich halt auch die deutschen Gesetze kenne und die Sprache flüssig spreche und sowas. Aber jetzt jemand, der nicht aus Deutschland kommt, der hat dann natürlich total Panik, ja, und total Angst. Und das nutzen viele aus, ja. Also so, was eben auch ein bisschen so das Thema war, Drogen, gibt es dann auch so diese Beschaffungskriminalität quasi und Geldbeutel ausräumen. Gibt es da so ein Milieu, dass sich halt quasi die Drogen über diesen Job mitfinanziert und sowas? Oder? Also ich glaube, es gibt tatsächlich so gruppenweise Leute, die sich da über Drogen und Escort, dass sich das die Waage hält, die Finanzierung davon. Aber letztendlich, also ich persönlich habe jetzt da keinen Kontakt mit diesem Milieu. Also ich gehe mal davon aus, dass man kennt diese gewissen Hotspots, die man meiden sollte. Ja, das ist auch wird auch untereinander kommuniziert tatsächlich. Und die meidet man auch und ja, dann ist man davon recht frei. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ehrlich gesagt, ja.
Robert hat es ja eben schon gesagt, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen in das Thema eingelesen, nenne ich jetzt mal, beziehungsweise so auf diversen Seiten rumgemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einen Operator im Hintergrund gibt, der gerade bei den ausländischen Kollegen die Fäden so ein bisschen spinnt, wo immer die gleichen Sätze kommen irgendwie oder wo man das Gefühl hat, da sitzt ein Zuhälter vielleicht oder irgendwie sowas im Hintergrund. Echt? Oder ein Ghostwriter? Ach so, ja, so Ghosting ist auf jeden Fall, das ist drin, ja. So. auch viele Fake-Accounts und sowas, ja. Mhm. Ich glaube, es geht in die Richtung, ne? Genau. Ja, also ich weiß nicht, was Ziel von diesen Accounts ist, ehrlich gesagt. Wenn ich merke, da ich schreibe mit einem Fake, es gibt auch Kunden, die Fake sind, ja. Und es gibt aber auch Lockvögel, die sich als Kunden ausgeben und dann steht man im Hotelzimmer mit Polizisten oder sonst irgendwas. Das ist auch schon passiert, ja. Also nicht mir, sondern anderen, ja. Aber da geht es dann wirklich so häufig um diese Drogensache. Da geht es nicht primär um diese Prostitution oder Escort, weil wenn sowas passiert, dann weiß man, da ist ein Drogenkartell aufgeflogen oder sonst irgendwas. Und das ist wirklich schon oft passiert, ja. Und finde ich aber auch gut, dass das passiert, weil ich finde, das ist wirklich, das geht in die Richtung Kriminalität. Damit will man als normaler Escort, der nur Geld verdienen will, nichts zu tun haben eigentlich, ja. Und genau. Ein Grund für diese Stigmatisierung haben wir schon genannt. Das ist ja die Zwangsprostitution, die ja schrecklich ist. Und es gibt Menschen, die manche sind einfach nur moralisch dagegen und sagen, in meiner Welt darf es keine Prostitution geben, mhm, und andere argumentieren dann aber mit dem Argument, dass wenn man Prostitution komplett verbieten würde, dann würden Menschen wie du das nicht mehr betreiben dürfen. Das heißt, was dann noch übrig wäre an Prostitution, wäre rein die Zwangsprostitution und auf die könnte man dann als Ordnungsamt draufschlagen. Macht das für dich Sinn? Also es gibt ja Länder, die probieren genau das. Also ich glaube, man würde vielen Leuten tatsächlich hier die Möglichkeit nehmen, ihre Familien zu finanzieren, auf irgendwelchem Weg auch immer. Ich denke, es gibt viele Leute, die haben jetzt nicht das Glück und haben hier Arbeit ohne Ende, ja, und verdienen hier das mega Geld. Und die sind vielleicht auch tatsächlich darauf angewiesen, ja, so auf das Geld und auf diese Jobs und sowas. Und das respektiere ich dann, das habe ich dann auch zu respektieren. Und ich meine, in einem System, wo man auf solche Zwangsmaßnahmen zurückgreifen muss, da ist doch aber schon vorher einiges schiefgelaufen. Die Leute sollten gar nicht so in finanzieller Not sein, sozusagen. Zum Beispiel, wenn man das jetzt noch, ja, wenn man noch weitergehen möchte, ja klar. Und ich finde, in einem System, was Organe braucht, um sowas zu verbieten, muss doch irgendwo was im Argen sein oder irgendwo ein kleiner Punkt sein, den man vielleicht, ein kleines Rädchen, was man noch besser stellen könnte, damit es nicht so weit kommen muss. Mhm. Ja, ich meine, das beste Beispiel ist hier, das hatte ich jetzt selbst im Kreis erlebt, die Finanzierung von HIV-Medikamenten, ja, bei Escorts oder bei Leuten, die halt hier nicht krankenversichert sind oder sowas, ja, weil der Escort nicht angemeldet ist oder so, beispielsweise. Das ist das beste Beispiel und das finde ich ein Unding, dass dann jemand krank ist, sichtlich krank und es ihm schlecht geht, weil er hier nicht bezahlt wird, weil die Medikamente nicht bezahlt werden können und die sind teuer. Mhm. Ja, und das ist schon, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Thema, das finde ich sehr krass und sehr schade für den deutschen Staat auf jeden Fall. Ich mein, ja. Das ist jetzt gerade mit den sexuell übertragbaren Krankheiten ein spannendes Thema aufgemacht. Wie schützt du dich und wie sieht das allgemein aus, wenn jetzt jemand tatsächlich eben keine Krankenkasse, keine Krankenversicherung hat? Mhm. Gibt es da eine Notfallmöglichkeit, jetzt zum Beispiel HIV-Tests, HIV-Medikamente, Tripperchlamydien, Syphilis irgendwo sich testen zu lassen? Na gut, AIDS-Hilfe und SUB hatten immer wieder die Testangebote, wo man auch hin kann. Mhm. Aber gibt es da irgendwas, wenn man sagt, okay, man hat einen Akutfall? Oder? Ja. Also tatsächlich muss man sich halt, die Leute vertrauen es nicht jedem an gleich. Ja? Also gerade so Kollegen, sage ich mal, die jetzt nicht der deutschen Sprache unbedingt mächtig sind, die kennen dieses Gesundheitssystem hier noch nicht so gut. Und also wenn ich jetzt mal von meinen Geschichten da ausgehen kann, habe ich es jetzt oft erlebt, dass die Leute einfach mal jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt und sagt, hey, hier gibt es die Möglichkeit, dass du zur AIDS-Hilfe gehen kannst und dich mal testen lassen kannst. Oder Condrops zum Beispiel. Das ist auch ein guter Anlauf für zum Beispiel Finanzierung von HIV-Medikamenten oder sowas. Ja? Da kannst du Anträge stellen, die dann eben
zeitweilig oder anteilig eben auch solche Medikamente mitfinanzieren. Oder es gibt Arztpraxen, die einen gewissen Bestand haben und sagen, okay, bis zu dem und dem Termin überbrücken wir und helfen dir mit Medikamenten und so. Es gibt wirklich so viele Helfer, die gerade was HIV und diese ganzen infektiösen sexuellen Krankheiten betrifft, die da mithelfen. Und man muss die aber kennen, tatsächlich, und das finde ich schade, dass man die Insiderwissen haben, dass man da Insiderwissen haben muss dafür erst, weil es, glaube ich, sanktioniert werden könnte, wenn man das offen macht, weil man das ja nicht dokumentiert quasi und nicht abrechnet oder sonst irgendwas. Und da gibt es wieder irgendwelche Rechenfehler oder Bürokratie, die halt dagegen spricht, dass man das öffentlich tun darf. Ich persönlich kann jetzt mit meinem Examen und meiner Vorkenntnis und beruflichen Bildung sagen, ich darf HIV-Tests durchführen, Schnelltests, ja, und Corona-Tests und sowas, jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Und das mache ich auch gerne. Aber ich darf keine Diagnose stellen, ja, weil ich kein Arzt bin. Und das wissen die Leute auch. Und ich kann nur sagen, hier, der Test ist positiv. Der Verdacht liegt nahe, dass du HIV-infiziert bist. Geh bitte an die und die Stelle. Und dann kann man ja an ein Versorgungszentrum oder sowas anknüpfen. Und die sind sehr hilfsbereit und helfen. Also da braucht man sich nicht schämen für sowas. Man muss es einfach nur machen. Und man muss sich trauen, auch hinzugehen. Ja. Das heißt, du agierst quasi fast schon so ein bisschen als Beratungsstelle, so klingt das jetzt. Ja. Gibt es, aber das sollte eigentlich ja nicht deine Aufgabe sein, sondern das sollte es aus meiner Sicht sogar von staatlicher Seite gehen, weil Prostitution, Escorts, das ist ja Realität, damit muss man sich ja auseinandersetzen, auch als Staat. Gibt es da, kannst du da irgendwas nennen, was es da gibt an Beratungsangeboten? Vom Staat jetzt? Ja, generell. Also sowas wie Streetworker oder gibt es da irgendein Grüppchen, wo man sich hinwenden kann, wenn man jetzt auch sagt, okay, ich habe mit Escort angefangen, es passt mir doch nicht, aber ich komme jetzt nicht mehr so richtig raus. Gibt es da irgendeine Anlaufstelle, Beratungsstelle speziell für dieses Thema? Also tatsächlich gibt es, mir würde jetzt spontan AIDS-Hilfe einfallen, Corndrops würde mir einfallen, das Blaue Kreuz, die helfen da meistens mit, was gerade auch Chemsex, ja, oder Suchtprävention und solche Sachen, das ist ja auch mit dort ein Thema. Und häufig ist es halt auch der Schritt, da rauszukommen, schwieriger als der Schritt dann. Und wenn man da raus ist, dann kommt man auch automatisch aus dem Escort raus, wenn man das zu sehr verstrickt und vermischt. Von staatlicher Seite, ehrlich gesagt, würde mir jetzt nicht viel einfallen, tatsächlich. Also ich glaube... Es gibt noch die Beratungsstelle Marikas. Die ist, glaube ich, von der evangelischen Kirche, wenn ich nicht ganz falsch liege. Kapuzinerstraße ist die, glaube ich. Irgendwo in der Nähe von Gütersloh, glaube ich. Und das ist eine explizite Beratungsstelle für anschaffende Jungs. So nennt sich das. Nebenbei drüber gestolpert. Die genaue Arbeit kenne ich aber nicht. Aber es wäre wahrscheinlich auch nochmal eine mögliche Stelle, wo man Ansprechpartner findet. Also sie haben eine extra, also die Stelle für die Damen heißt nochmal anders, ist aber das gleiche Haus, soweit ich weiß, und Marika ist speziell für die Jungs. Genau. Eine Beratungsstelle für anschaffende Kerle, die sich da helfen und unterstützen lassen können. Ja, wir kommen so langsam gegen Ende. Zwei Fragen habe ich noch auf dem Zettel. Wie sieht es bei euch aus? Mich würde nochmal interessieren oder das vielleicht nochmal unterstreichen. Du hast zwar gesagt, die Polizei ist für dich auch häufiger mal eher so eine Art Gegenspieler, aber du hast vorhin auch gesagt, wenn du beklaut wirst oder wenn du erpresst wirst oder so, würdest du auch zur Polizei damit gehen? Ich habe es ja sowieso schon öffentlich gemacht. Also tatsächlich krasser Fall. Ich wurde innerhalb so von so einem Escort Date mit HIV infiziert, absichtlich, ja, und das hat sich dann alles rauskristallisiert, erst als es schon zu spät war, leider. Und natürlich steht man dann als Escort selber irgendwie da auf einem gewissen Podest, ja, man ist dann positiv, man ist aber auch Escort und irgendwie ist man aber dann auch als Privatperson total verletzt und zerbrechlich und ich habe denjenigen angezeigt oder auch mittlerweile diejenigen angezeigt und die zur Rechenschaft gezogen. Und bisher ist mir nichts passiert damit, weil
es geht dann nicht um mich, ja, es geht, ich bin in erster Linie Geschädigter. Wie hat die Polizei dann auf das reagiert? Kannst du da ein bisschen was kurz abreißen nochmal dazu, dass man weiß, wenn einem sowas tatsächlich passiert ist, was erwartet einen da? Also man geht ja in erster Linie auf so ein Polizeidezernat, ja, und sollte dann auch erstmal mit jemandem gucken, dass da jemand ist, der dem Thema offen zugewandt ist. Also klar, es gibt Homosexualität in erster Linie, dann auch Escort, da wird vieles auf einmal in einen Topf geworfen und das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Polizisten gegenüber sitzen hatte, der sehr vorsichtig war auch damit, ja. Aber selbst da war es mir unangenehm, darüber zu sprechen. Und es geht dann nach der Anzeige geht es dann alles den juristischen Weg. Also man kriegt dann, das wird dann weitergehen zur Kriminalpolizei, die wird dann einladen zum Gespräch, zur Verhörung. Und dann passiert das meiste noch über Schriftverkehr mit der Staatsanwaltschaft. Genau. Und dass das, wenn man jetzt Staatsanwaltschaften so hört, total einschüchtert, das kann ich echt verstehen, weil mir macht das auch Angst. Ja? Aber man darf nie vergessen, man ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und man ist geschädigt und nicht der Täter. Es gibt ja bei der Polizei so ein eigenes Kommissariat für Prostitution und Gewalt in der Prostitution, Menschenhandel. Ich glaube, das ist 35 oder 36. Da habe ich das Gefühl, dass die Polizisten, die dort ihrer Arbeit nachgehen, auch besonders sensibel im Umgang mit dieser Thematik sind. Von daher, wenn, glaube ich, wenn man da Kriminalität erfährt oder auch erpresst wird oder irgendwie sowas, dann wäre das wahrscheinlich, wenn man polizeiliche Unterstützung holen mag, wahrscheinlich werden das genau diese Polizeibeamtinnen von diesem Kommissariat, die da wahrscheinlich auch die ersten Ansprechpartner werden, weil das deren täglich Brot ist Umgang mit in diesem Bereich. Also das habe ich auch erlebt, dass es das ja auch dort vor Ort, das ist ja das einzige Dezernat, was halt auch dafür zuständig ist hier. Und also ich habe schon erlebt, dass die sehr sensibel sind damit und auch sehr vorsichtig mit dem, was sie sagen. Und tatsächlich ist es so, dass Gerichtsprozesse in Sexualstrafverfahren nicht mehr face-to-face passieren. Also ich werde dem Täter nicht im Gerichtssaal mehr gegenüber sitzen müssen, sondern das wird alles passieren mit einem Richter und einem Verhör, 1:1 oder wie auch immer. Aber es wird nicht diese Verhandlung geben, die man jetzt typischerweise kennt. Und das ist eben gang und gäbe im Sexualstrafrecht, dass, so, dass man seinem Täter nicht mehr gegenüber sitzen muss, dass man nicht mehr zu sehr damit konfrontiert wird. Dann würde ich jetzt zur letzten Frage kommen, es sei denn, ihr habt noch Fragen offen. Ich würde noch kurz den Bogen schlagen wollen, dass wir wieder ein bisschen ins Fröhlichere kommen. Ja, ich bin schon ganz, ganz traurig. Naja, es ist schon ein bisschen schwereres Thema jetzt gewesen. Ja. Was war denn so dein coolstes, lustigstes, schönstes Treffen, Date, das du so hattest? Die Pause ist zu lang, oder? Waren wohl mehrere. Nee, das war tatsächlich, ist währenddessen passiert, ja, als ich überrascht wurde mit, oh Gott, das macht ja doch Spaß, ja, so. So, das hätte ich nicht gedacht, oder man wird eines positiven Aussehens überrascht dann, ja, wenn der Mensch dann die Tür öffnet oder sowas, also ich würde es nicht an einem festmachen wollen, sondern an mehreren kleinen oder an größeren Überraschungen, die... Oh Gott, der wird ja noch größer. also es gibt viele kleine Momente, die es dann schöner gemacht haben tatsächlich. Okay. Ja. Die kleinen Dinge im Leben, die das Leben schöner machen. Ja, genau, nicht wahr? Dann jetzt so letzte Frage. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Über Alter redet man aber auch nicht, aber schlagen wir da mal 30 Jahre drauf. Bist du dann immer noch Escort? Siehst du dich da immer noch? Oder ist das etwas, wo du sagst, muss ich nicht? Nee, also ich glaube, ich sehe mich immer noch so, dass ich nicht Nein sagen würde, wenn mir jemand Geld hinstreckt. aber mal realistisch gesehen sehe ich mich da eher in der präventiven Beratungs- und Aufklärungsrolle hinsichtlich dem Thema, als tatsächlich als Escort selber. Weil jetzt gerade mir ist, wie gesagt, es ist mir wichtig und ich drifte ja quasi jetzt, steuere mich ja quasi in diese Rolle als Vertrauensperson innerhalb der Escorts. Und ja, ich glaube, da sehe ich mich eher. Ja. Dann freue ich mich drauf, dich in dieser Rolle mal zu sehen.
Ich mich auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass du so offen gesprochen hast. Ich fand es total spannend. Und jetzt suche ich die richtige Kamera, das ist die. Vielen Dank an alle, die zugesehen und zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.